Also Ari, es freut mich, dass du Zeit gefunden hast und dass wir miteinander sprechen können über das Thema, das du auch an der LAS behandeln wirst. Ich habe ja ein paar Fragen vorbereitet und hoffe, dass wir eine angenehme Unterhaltung haben. Du erwähnst in deinem Vortrag oder in deiner Ankündigung falsch verstandene Agilität als ein Problem. Inwiefern wird deiner Meinung nach Agilität heute falsch verstanden in den Unternehmen? Ja, meiner Erfahrung nach hat es viel damit zu tun, dass Agile in den letzten Jahren zu einem quasi Buzzword geworden ist. Hat jedes Unternehmen, das ich in den vergangenen Jahren besucht habe, hat irgendeine Form von Agile oder Agilität sogar in einer Unternehmensvision drin. Und das Verständnis dafür, worum es da geht, dass es da um selbstverantwortliche Teams geht und dezentrale Entscheidungen, das ist aber häufig in den Unternehmen nicht vorhanden. Woran machst du das fest, dass das so nicht durchgedrungen ist bis zu den, kann das sein, dass es ein Problem der Entscheider ist? Oder ist die Message irgendwie nicht richtig vermittelt worden? Ja, ich glaube schon, dass es sehr stark mit klassischen Unternehmensstrukturen zu tun hat, mit klassischen Management, Personen im Management, dass da wirklich noch ein Lernprozess stattfinden muss. Ja, im Management, das häufig sind das auch Führungskräfte, die in den letzten Jahren groß geworden und stark geworden sind im Unternehmen. Und da braucht es eine sehr starke Auseinandersetzung auch mit und auch ein Hinterfragen der eigenen Prinzipien und Möglichkeiten. Wenn du das einschätzen müsstest, wie groß ist der Anteil von Unternehmen, die deiner Erfahrung nach noch nicht so in Bezug auf Agilität funktionieren, wie das eigentlich ursprünglich gedacht wäre? Das ist eine schwierige Frage. Hier eine gute Antwort geben zu können. Sagen wir so, jedes Unternehmen, das ich wo ich wirklich reingesehen habe, hat sicher Potenzial, noch stärker Richtung Agilität gehen zu können, noch stärker Richtung dezentrale Entscheidungen gehen zu können, noch mehr Richtung Selbstorganisation gehen zu können. Und dann kommt natürlich dann auch Scrum zum Beispiel ins Spiel. Ja, wie wird dann Scrum gemacht? Schaffen mit ihm diese dann Product Increment am Ende eines Sprints zum Beispiel. Und da sehe ich viel Potenzial. Worin siehst du dann die Hauptgründe für dieses Nicht-Ausleben von Scrum, wie es ursprünglich gedacht war, von Sutherland und Schwaber? Ja, ich glaube, es sind zwei Dimensionen. Das eine ist das Nichtwissen, weil man sich zu wenig auch mit Scrum auseinandergesetzt hat und aus dem Nichtwissen auch das Nicht-Können. Also das, ja, man hat einen gewissermaßen begrenzten Horizont und ein begrenztes Wissen. Und der zweite Teil ist das Nicht-Wollen, dass man vielleicht schon ein Verständnis dafür hat, eine Ahnung davon hat, was Scrum denn sein könnte, aber dass Scrum dann gegen bestehende Kulturen verstößt beispielsweise oder auch gegen ganz eigene persönliche Interessen verstößt. Also beispielsweise, wenn ich ein klassischer Projektleiter bin, der bisher in all den Jahren Aufgabenpakete, Arbeitspakete verteilt hat und dann kontrolliert hat und Projektreportings gemacht hat, und dann kommt da plötzlich Scrum und es braucht all diese Arbeitsweise nicht mehr. Ja, da fühle ich mich wahrscheinlich erstmal bedroht dann davon. Ja, jetzt hat ja Scrum eigentlich eine Rolle von Leuten, nämlich den Scrum Master, als eine Speerspitze und als jemanden, der sich gerade dafür einsetzt, dass zum Beispiel die Prinzipien von Scrum, sage jetzt mal, bekannt werden, dass sie dann schlussendlich auch gelebt werden. Kann es sein, dass die Unternehmen die Scrum Master vielleicht zu wenig unterstützen in ihrer Rolle? So dass sie quasi wie ineffektiv sind, oder hat das vielleicht noch andere Gründe?
Ja, ich denke schon, dass die Unternehmen diese Rolle vom Scrum Master nicht gut kennen, auch nicht wirklich wissen, ja, wozu ist denn dieser Scrum Master eigentlich da? Und daraus folgt dann auch, dass natürlich die Anerkennung dieser Rolle im Unternehmen nur begrenzt vorhanden ist. Und dementsprechend auch das Unternehmen einen Scrum Master erstmal nicht unterstützen kann. Auch eine Personalabteilung zum Beispiel. Ja, häufig kennen die diese Rolle gar nicht, die wissen gar nicht, wozu sie da. Und dann ist es dann auch schwierig, diese Person entsprechend gut zu unterstützen zu können. Ja. Ja, okay. Kann es sein, dass den Unternehmen diese Rolle ein bisschen, sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen gleichgültig entgegentreten und denken, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen ein Administrator im Team. Gut schaut jemand mal den Leuten da ein bisschen auf die Finger und begreifen ihn dadurch eigentlich wie falsch. Ja, das kann schon sein und deshalb ist auch wichtig, dass ein Unternehmen, eine Organisation, die mit Scrum anfängt oder anfängt, sich mit Agilität auseinanderzusetzen, da wirklich auch Personen im Unternehmen drin hat, die Fahnenträger für die Sache sind und sich auch heranwagen an die schwierigen Diskussionen, an die schwierigen Themen, die schwierigen Auseinandersetzungen mit Führungskräften, mit bestehenden Projektleitern innerhalb von bestehenden Strukturen und da wirklich auch gewissermaßen unermüdlich diese neue Art von Arbeiten zu platzieren. An wem sind die Scrum Master deiner Erfahrung nach aufgehängt? Wo organisatorisch? Gibt es da jemand, der quasi auch mal schaut, wie ein Scrum Master selbst dann seine Rolle auslebt? Braucht es das überhaupt? Also so eine äußere Kontrolle oder eine Person, die von außen quasi auf die Arbeit des Scrum Masters schaut? Ich glaube schon, dass ein Reflektieren der eigenen Arbeit sehr hilfreich ist. Das kann ich einerseits alleine tun, es ist aber sicher auch unterstützend, das mit einer anderen Person machen zu können. Ja, mhm. Kann ja. Ich, lebe ich diese Rolle als Scrum Master, wie lebe ich die? Mhm. Und da auch in einer Diskussion, beispielsweise mit anderen Scrum Master, mich selbst auch weiterentwickeln kann. Ja. Ich glaube aber mehr an diese Art von Reflexion oder Auseinandersetzung, ob ich eine Rolle gut mache, als daran, dass ein Chef oder ein Vorgesetzter einer Chefin mich dann quasi einsetzt und mir eine Rückmeldung gibt, ja, das war sehr gut oder das war weniger gut und dann wird es noch besser. Ich glaube, das ist eine sehr klassische Perspektive und die wird ein Scrum Master nicht per se zu einem besseren Scrum Master machen. Ja. Wo die Scrum Master in der Organisation aufgehängt sind, das ist natürlich eine sehr, da habe ich keine klare Antwort darauf. Ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle und Ansätze. Ja. Da muss das Unternehmen selbst damit experimentieren. Ja, das heißt aber, das wäre auch sinnvoll, dass vielleicht gerade die Scrum Master selbst in ihrer Community, die sie potenziell bilden sollten in so einem größeren Unternehmen, eben auch so Peer-Review, Peer-Prozesse eigentlich vielleicht sich überlegen sollten, um sich ja, unbedingt. Ja, also solche, wie wir den bei dem Unternehmen jetzt sagen, Communities of Practice, die sind sehr, sehr hilfreich. Und die helfen wirklich auch, ja, diese schwierige und immer wieder herausfordernde Arbeit wirklich gut machen und sich selbst adaptieren zu können. Weil, ja, man hat schwierige Diskussionen und da hilft es einfach auch, sich aushalten zu können, zu realisieren, ah, ich bin da nicht ganz einfach. Ja. Jetzt, die Scrum Master sollten ja ein bisschen so die Nase oder sage ich jetzt mal das Feingefühl und für Probleme aufspüren, anmahnen etc. entwickeln. Kann es vielleicht eine mangelhafte Ausbildung oder Schulung des Scrum Masters sein, dass sie dann wie nicht, sage ich jetzt mal, dem Ideal eines Scrum Masters entsprechen? Kann das auch ein Schulungsproblem sein?
Ja, das ist sicher denkbar, sicher möglich. Was ich in den Diskussionen mit Scrum-Mastern immer wieder feststelle, ist, dass eben schon nur das Verständnis von diesem Professional Scrum oder Scrum, wie es im Scrum Guide beschrieben ist, häufig nicht vorhanden ist. Scrum Master, die davon ausgehen, ja, User Stories und Story Points und Velocity, all diese Aspekte, die gehören zu Scrum dazu. Und dann sehr fasziniert sind davon, wenn sie sehen, ah, Scrum, das sind eigentlich im Kern 11 Elemente. Und diese 11 Elemente, die geben uns eigentlich alle Werkzeuge, die wir haben, um Scrum machen zu können, um eine empirische Prozesskontrolle mit dem zu etablieren. Und dieses Verständnis, das glaube ich schon, dass hier Trainings und Ausbildungen sehr stark beitragen. Kann es eben sein, weil das Framework so, ich sage jetzt mal, klein und kompakt ist, dass das auch so ein bisschen dazu führt, dass die Leute das unterschätzen, dass es da ein gewisses, sage ich jetzt mal, dass man dieses Framework ja so interpretieren muss und auf sich anwenden muss und diese Aufgabe, die wird ein wenig unterschätzt. Man denkt, ja, kann ich mir ja schnell anlesen, geht ja auch. Ja, das sind der Scrum Guide, das sind 18 Seiten, das ist schnell gelesen und dann ist vielleicht das Verständnis da, ja, ich habe das jetzt verstanden, ich weiß, worum es geht und das ist jetzt alles. Und ich bringe da jeweils in den Trainings die Analogie zum Schachspielen. Die Regeln vom Schachspiel, die sind ja auch nicht wahnsinnig kompliziert. Meine 10-jährige Tochter, die hat die vor einigen Jahren, wollte die Schach spielen, die hat das mit 7 Jahren hat sie die Regeln grundsätzlich verstanden. Ja. Aber das macht natürlich jemanden noch nicht zu einem guten Spieler. Und hier hilft einfach dann die Erfahrung und das Spielen und Spielen und Spielen und das Spielen von Scrum. Die Regeln, die hat man schnell verstanden. Die haben auf 18 Seiten haben die Platz. Aber dann, wie das Spiel von Scrum gespielt wird, das ist eine ganz andere Frage. Ja, okay. Vielleicht noch ein anderer möglicher Grund, warum es nicht richtig funktioniert, kann es sein, dass eine Person einfach nicht geeignet ist, als Scrum Master tätig zu sein, oder? Kann man sagen, dass vielleicht dass man zwar Personen vielleicht in diese Rolle einsetzt, aber es sind vielleicht die Falschen. Ja, du sprichst das gut an. Die Frage ist da, wie entscheidet ein Unternehmen darüber, wer denn jetzt Scrum Master wird? Gerade wenn ein Unternehmen mit Scrum beginnt. Und da sehe ich heute, dass die Unternehmen einfach eine Person dafür abstellen. Ja, du bist jetzt Scrum Master. Und vielleicht, das habe ich letztens gehört, macht man dann den schlechtesten Entwickler, die schlechteste Entwicklerin zum Scrum Master, weil dann richten sie nicht noch mehr Daten an. Okay. Das ist natürlich eine sehr zynische Aussage war das. Kann man ja sonst nicht brauchen, also dann. Genau. Okay. Oder klassische Projektleiter. Ja, du warst Projektleiter und jetzt bist du ein Scrum Master. Das kann natürlich ab und zu funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Ja. Und ich rege da jeweils sehr stark an, die Frage sollte eigentlich sein, ja, welche Qualifikationen und welche Eigenschaften braucht es in dieser neuen Rolle, auch in der Rolle des Product Owners beispielsweise. Und weshalb dauern die Unternehmen dann nicht sich um, ja, welche Person hat diese Eigenschaften, diese Fähigkeiten. Das ist auch so ein, denke ich, eher klassisch geprägtes Bild. Man hat Rollen besetzt und man will ja niemanden vor den Kopf stoßen. Ja. Und dann verteilt man die neuen Rollen dementsprechend und die Ergebnisse, die könnten dann sicher etwas besser sein, wenn man das anders machen würde. Ja, ich habe etwas Ähnliches erlebt, aber das ist dann eher so aus der Perspektive falsch verstandene Selbstorganisation. Man überlässt es den Teams selbst, ihre Rollen Bestückung, sage ich jetzt mal, zu wählen. Und sie wählen potenziell eben auch wieder die falsche Person. Was bedeutet, du verwendest in der Beschreibung deiner Session den Begriff professionell gelebtes Scrum. Was verstehst du darunter?
Es geht für mich dabei vor allem um Scrum, dass eben sich auch das auf diesen 11 Elementen aufbaut, den 3 Rollen, den 3 Artefakten und den 5 Events. Und sehr starken Fokus darauf legt, am Ende eines Sprints, spätestens am Ende eines Sprints, einen Dump-Product-Implement schaffen zu können. Und das ist für mich eigentlich der Fest in Scrum, wie wir das bei Scrum.org auch verstehen. Und ohne diesen Dump-Product-Implement am Ende eines Sprints fehlt uns ein wesentlicher Baustein für Transparenz. Und ohne diese Transparenz wird es schwierig, sich auch gut anpassen. Deshalb ja. Professional Scrum. Okay. Wäre es vielleicht an der Zeit, Güteklassen von Scrum Mastern zu definieren? Weil, wie kann man zum Beispiel den Unternehmen helfen zu beurteilen, oder wie gut ist eine Person, die diese Rolle einnimmt? Ja, das ist eine gefährliche Frage. Eine Fangfrage. Eine Fangfrage, ja. Ich glaube nicht, dass dass eine Güteklasse das Problem hier lösen würde. Die nächste Frage wäre ja dann, ja, wie verteilen wir dann, wie schätzen wir das ein, diese Güteklasse? Mhm, genau. Letztens hatte ich eine Diskussion darüber, Scrum Master, die brauchen viel Erfahrung. Ja, wir müssen aber auch den Leuten Chance geben, Erfahrungen sammeln zu können. Insofern mit den Güteklassen ist das ja, wäre das da dann leicht ähnlich. Ich glaube, es geht viel eher darum, dass wir, wie gesagt, schauen, ja, wo finden wir denn diese richtigen Qualifikationen, diese richtigen Fähigkeiten, Eigenschaften auf dem Unternehmen. Und wenn ich zurückdenke vor einigen Jahren, das erste Mal, als ich Scrum gemacht habe, wenn ich jetzt mit meiner Erfahrung heute da drauf schaue, dann das war alles andere als Scrum. Und ja, doch war es ein erster Schritt in diese Richtung. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass die Personen, die sich als Scrum-Master betätigen möchten, auch wirklich die Motivation haben, sich fundiert auseinanderzusetzen. Und das nicht einfach machen, weil sie bisher als Consultant, als Projektleiter unterwegs waren, jetzt sehen, eigentlich kann ich viel mehr verdienen oder habe ich mehr Mandate, wenn ich mich jetzt auch als Coach nenne, und dann machen sie das deshalb. Das ist eine heikle Motivation. Ja. Und dann aber natürlich die Frage nach den Zertifizierungen, die stellt sich auch. Auch ja, die Zertifikate und die Zertifikatsindustrie. Ja, das ist eine ganze Industrie und da kann man Geld finden damit als Organisation. Und nichtsdestotrotz gibt es auch Zertifizierungen, die wertvoll sein können, weil sie wirklich auch versuchen, das Wissen einer Person wirklich abzugeben. Und aber ein Zertifikat zu verteilen, weil man 2 Tage an einem Kurs war, das ist für mich jetzt nicht wirklich ein wertvolles Zertifikat. Ja. Also ist eigentlich viel mehr oder viel wichtiger, dass man wahrscheinlich Scrum Master auf ihrem Weg begleitet und dass sie weiter versucht, mit ihnen ein weitergehendes Ziel zu verfolgen, wo sie sich selbst ja eigentlich verbessern sollten. Das müsste ja auch ihre Motivation sein. Also keep moving and improving, könnte man fast sagen. Ja, genau. Als Motto, oder? Ja, sehr schön gesagt, ja. Das wäre wahrscheinlich fast der Kernpunkt vom Ganzen. Dann wird vielleicht der Scrum Master Beruf oder die Rolle wieder cool. So, nicht mehr Schluss mit cool, sondern vielleicht ein Startpunkt, um cool zu werden. Hm? Gemäß, wenn ich Bezug nehme auf deinen Session-Namen. Hm? Ja, genau. Bei Schluss mit cool geht es für mich vor allem darum, wirklich die Rolle ernst zu nehmen. Einerseits als Organisation die Rolle ernst zu nehmen, aber auch als Person selbst, die diese Rolle innehat, das ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen und mit all dem auseinanderzusetzen, was damit zusammenhängt. Ja, genau. Okay, also vielen Dank für dieses Interview, das war ein schönes Schlusswort. Wir sind gespannt auf deinen Vortrag an der LAS und wünschen dir dann viel Erfolg und
die dann kommen an die LAS, die können dich dann auch live erleben und sicherlich mit dir noch das Gespräch suchen, auch nach der Session. Sehr gerne, ja. Danke für die Möglichkeit. Okay, tschüss. Dann tschüss.